Ich so, mach mal keine Witze. Scheiße. Oh mein Gott. Hi. Ich habe heute einen neuen Gast dabei. Sie ist nicht nur Grafikerin, Autorin und der Grund, warum dieses Format noch existiert, sondern, was bist du eigentlich noch? Ich hasse Menschen. Fangen wir einfach an. Ich bin Michael, das ist Lea. Lustige Witze in 3, 2, 1, go. Der schönste Sport, ja? Geht gut los. Der schönste Sport ist der Biertransport. Ich will später irgendwas mit Tieren machen. Metzger oder so. Warum heißt Pflasterstein eigentlich Pflasterstein? Weil es für viele geistige Krankheiten das helfende Pflaster ist. Creative Cloud wurde aktualisiert. Hey, als was gehst du heute auf die Halloween-Party? Als Staumauer. Hä? Ich trinke so lange, bis ich entweder voll bin oder breche. Mein Mitbewohner gestern so, als das Thema Sex während der Periode beim Abendessen aufkam. Ja, und wenn du dann bei deiner Freundin das Tampon unten entdeckst, dann musst du mit verblüfftem Gesicht ein "Also echt, Schatz, in dir steckt ja mehr drin, als ich dachte" raushauen. Nee. Da freust du dich schon, das zu visualisieren in den Grafiken? Ich will das nie machen. Ich habe ja nichts gegen unrasierte Frauen. Wirklich nicht. Aber das fühlt sich beim Rummachen an, als würde ein Pferd aus der Hand fressen. Telefon klingelt. Oh, was für lustige Witze, ist doch jetzt viel professioneller geworden. Ich blende jetzt ein Telefonklingeln ein. Hey Harald, hast du nicht irgendwas bei mir vergessen, als du die CDs holen warst? Nein, ich wüsste nicht was. Zigaretten, Schlüssel, Geldbörse, Pullover, keine Ahnung. Wie wär's mit deiner Tochter? Scheiße, ich bin schon unterwegs. Hast du Nacktfotos von deiner Freundin? Leider nein. Willst du hier haben? Zu schnell gefahren und von der Polizei angehalten. Wurde nur verwarnt, aber mein besoffener Kumpel genau in dem Moment klappt das Handschuhfach auf und brüllt: Brücke an Maschinenraum, weniger Kohle, wir fahren zu schnell. Selbst der Polizist musste zum Glück schmunzeln. Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat. Ist dir schon mal aufgefallen, dass irgendwie nie Amokläufer an Hauptschulen stattfinden? Ja, ist klar, da schießen auch alle zurück. Wenn Dummheit wehtut, beim Gassigehen ein Handy gefunden, habe die erste Nummer im Telefon angerufen und gebeten, dass sie den Besitzer kontaktieren soll, damit er es bei mir abholen kann. Kurze Zeit später kommt eine Nachricht auf dem gefundenen Handy an. Hey Sven, dein Handy wurde gefunden. Du kannst es bei ... abholen. Liebe Grüße. Wenn einem der Pizzalieferservice abends um 8 Uhr anruft, um dich zu fragen, ob du nur vergessen hast zu bestellen und ob das gleiche wie immer möchtest, sollte man beim Bestellverhalten vielleicht ein klein wenig überdenken. Neues aus WikiLeaks. Die USA behauptet, es gäbe doppelt so viele Brüste wie Frauen. Geht niemals, wirklich niemals in schwarzer Jeans und roten Poloshirts im Mediamarkt einkaufen. Genervter Ehemann. Boah, Frauen nervenvoll. Warum können die nicht einfach nur zur Fortpflanzung und zum Kochen da sein? Weil dann niemand putzt. Entschuldigung, ich hab den gerade gelegt. Für so einen Friedensnobelpreis würde ich schon töten. Lol, selbst wenn es Freie Universität Berlin heißt, hätte ich doch von der Webseite www.fu-berlin.de abgesehen. Hey Freunde, ich suche einen Satz Winterreifen für meinen Smart. Hat einer von euch welche oder kennt jemanden, der welche loswerden will? Haben die bei Lego-Technik nicht sowas? An der Stelle übrigens liebe Grüße gehen raus an Jenny, die für uns diese Folge vorbereitet hat, weil sie normalerweise die Witze macht und es aber lustiger ist, wenn sie die auch noch nicht kennt, wie man sieht. Zigaretten sind wie Hamster, total harmlos, bis man sie in den Mund nimmt und anzündet. Also mir tut Social Media gut. Gerade im Winter, da erkälte ich mich nicht mehr beim Stalken. Also ich nehme kein Aftershave mehr, das brennt vielleicht. Man weiß ja gar nicht, wie man sich hinsetzen soll. Mein Fahrlehrer hat mich mit einem Kondom verglichen. Er meinte, die Gemeinsamkeit zwischen dem Kondom und mir sei, dass wir beide den Verkehr behindern. Ja, oh, wow. Sie hat Bier mitgebracht. Kleine Flaschen. Ich liebe dich. Redest du mit mir oder mit dem Bier? Mit dir, mein körniger, sprudelnder Schatz. Kann man überhaupt Alkohol vor der Kamera trinken? Der Zug ist bei meinem Kanal schon abgefahren. Kaktusse. Du meinst sicher Kakteen. Nein, ich meinte dich. Mathematikerin, na, willst du eine Nummer schieben? Typ, der sie die ganze Zeit angegafft hat. Klar! Dann besorgen wir dir einen Rechenschieber. Schade. So ein Schwein ist bestimmt ganz süß, bevor es in der Pfanne landet. Richtig, ab dann ist es herzhaft. Wie geil! Gerade im TV fragt ein Reporter einen Mann, was er seiner Freundin oder seiner Frau für die Zukunft wünscht. Und der Mann sagt, dass die beiden sich niemals treffen. Nachdem die Deutsche Bahn so viele Jahre schon arge Geldprobleme hat, ist mir eine fantastische Einnahmequelle eingefallen. Ihr kennt doch sicher diese "Jeder Missbrauch ist strafbar" Schilder, die an den Notbremsen und so hängen. Die kann man doch wunderbar an die katholische Kirche verticken, damit die an die Beichtstühle und Sakristeien ranhängen können. Instatime!
schon. Halt dein Maul. So, liebe Leute, die Kommentare-Kommentierzeit muss diese Woche leider ausfallen, weil unser Techniker-Team gerade an dem Intro baut. Das werdet ihr dann nächste Woche sehen. Stattdessen haben wir uns überlegt, die Instagram-Community mal zum Zug kommen zu lassen. Das sah so aus. Hallo, die Lea ist heute hier und wir drehen heute lustige Witze und möchten euch auf Instagram gerne Teil dieses Formats werden lassen. Also wenn ihr Witze loswerden möchtet oder Fragen an mich oder an Lea habt, dann könnt ihr sie hier in das Kommentarfeld schreiben und vielleicht kommt ihr in der nächsten Folge vor. Und viele von euch haben mir Witze und Kommentare geschickt und die werden wir jetzt mal durchgehen. Colinio hat uns geschickt: Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln. Nur später. Maritü 13 schrieb: Wie nennt man einen Burrito-Koch im Ghetto? Gangster-Rapper. Benjamin schrieb: Wer steht hinter Baum und klappert? Pinocchio beim Onanieren. Roast Itz schrieb: Wann kriege ich eine Gehaltserhöhung? Hey Alexa, wie blockiert man Leute auf Instagram? Ey, ich kann auch gehen. Liebe Lea, dein Gehalt steigt, sobald die Monetarisierung steigt. Das heißt, sobald diese Klicks hier steigen oder sobald YouTube entschließt, mir mehr Geld dafür zu geben. Ihr wisst, was das heißt. Genau, geht auf unsere Patreon-Seite www.patreon.com/masterjam. Hier könnt ihr uns unterstützen, damit dieses Format weiterläuft. EBF fragt: Habt ihr euch Pokémon Snap geholt oder vor, es euch zu holen? Ich werde es mir wahrscheinlich holen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kohle habe. Ne, Leute? Da kommen wir zum letzten Thema. Aber sieht auf jeden Fall cool aus und ich habe da schon Bock drauf. Ich fotografiere schon im Hauptjob und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch abends im Videospiel machen muss. Das ist wie wenn ein LKW-Fahrer dann abends noch zu Hause in den LKW-Simulator spielt. Kim aus Österreich schrieb: Was ist der Unterschied zwischen Klopapier und einem Vorhang? Keine Ahnung. Du warst das. Tobias McFly fragt: Würdest du irgendwann mal wieder nach Rock am Ring fahren? Also aktuell würde ich sogar 100 Euro für ein Grindcore-Konzert ausgeben. Hauptsache man sieht mal wieder was. Auf welche Marvel-Serien auf Disney Plus freust du dich am meisten? Ja, aktuell halt auf Loki, ne? Ich weiß nicht, also was sonst gerade noch rauskommt. Also ich bin da echt uninformiert. Also WandaVision war geil und der Falcon und der Winter Soldier auch super geil. Was ist mit dir? Kapitän Amerika, ne? Genau. Kapitän Amerika. So, das war unsere allererste Insta-Time. Ich habe vor, das häufiger zu machen. Wie gefällt euch das? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, dort bringe ich aktuell auch jeden Tag einen lustigen Witze-Klassiker in meinen Reels raus. Schaut gerne mal rein und ich würde sagen, wir erzählen noch ein paar Witze, oder? Ja. Wenn AOK, Barmer und Co. mal Facebook-Profile und Instagram-Posts lesen würden, wäre chronische Untervögelung ratzfatz als Krankheit anerkannt. Es gibt Frauen und es gibt Succubi. Der Unterschied ist, das eine sind herzlose, bösartige Dämonen, deren einziges Lebensziel darin besteht, Männern jegliche Lebenskraft und Willen auszusaugen und dann ihre Seele zu verschlingen. Und während ein Succubus ein erfundenes Geschöpf der christlichen Mythologie ist. Ich glaube, ich habe den Test bestanden. Meinst du den Schwangerschaftstest? Würde dich das etwa freuen? Nicht, wenn du mir treu warst. Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine: Ich habe gerade einen Schwangerschaftstest gemacht, sagt die andere: Und waren die Fragen schwer? Ich habe heute herausgefunden, dass es anscheinend auch Einrichtungen für Menschen gibt, die sich freiwillig selbst verstümmeln. Man nennt sie auch Baumärkte. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, 10 Kilo abzuspecken. War heute für den Zwischenstand auf der Waage. Und siehe da, jetzt fehlen mir nur noch 13. Zu meiner ersten Million fehlen mir nur noch 1.097.000 Euro. Was ist der deprimierendste Augenblick im Leben eines Mannes? Wenn er eine Erektion hat, gegen eine Wand läuft und sich dabei die Nase bricht. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Nein, darüber macht man keine Witze. Das macht keine Witze über Totgeburten. Darüber macht man keine Witze. Scheiße, den habe ich selbst gemerkt. Oh mein Gott. Jetzt gibt es auch Pferde für kleine Mädchen. Der Bausatz für 1,80 Euro das Kilo in jeder Metzgerei. Wenn der Postbote zu viele Drogen nimmt. Lieber Postkunde, heute hatten wir Schwierigkeiten mit der Zustellung Ihrer Post, da, in Klammern angekreuzt war, kein Briefkasten oder Einwurfschlitz vorhanden ist. Diese Nachricht fand ich heute in meinem Briefkasten. Als ich mit meiner Freundin letztens so nach dem Sex im Bett lag, da haben wir uns so gemustert und irgendwann meinte ich: Schau mal, meine Brüste sind eine ganze Ecke größer als deine. Das war ein Fehler. Ich habe einen nervigen kleinen Bruder, der ständig mein Mikro kaputt macht. Ich kenne so eine Firma, die könnte sich um dein kleines Problem kümmern. Und wen? Die katholische Kirche. Ich gebe eine Party für Leute mit Ejakulationsstörungen. Sag Bescheid, wenn ihr nicht kommen könnt. Ich würde einen Film über Bergbau drehen, nur damit ich dich als Hohlraum besetzen könnte. Panik. Der einzige Zustand, in dem Leute noch lustiger sind als unter hohem Alkoholeinfluss. Ich höre etwas piepen. Entweder ist es mein Backofen oder der Rauchbilder. Oder beides. Naja, in beiden Fällen ist meine Ente definitiv knusprig. Ist es politisch korrekt, wenn man sagt, dass Prostituierte im Berufsverkehr stecken bleiben können? Was heißt Bürgermeister auf Englisch? Burger King. Burger Master. Meine Frau hat zu Weihnachten einen katholischen BH bekommen.
Wenn ich den hinten aufmache, fallen vorne immer zwei auf die Kiwi. 1815 entdeckte Gottfried Wilhelm Leibniz das Binärsystem bei einem Gespräch mit seiner Mutter. Ja, nein, 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 ja, nein. Mut ist es, wenn man nur noch 3 Blatt Klopapier hat und trotzdem kacken geht. Wenn es kein Fleisch mehr gibt, dann werde ich halt Veganer essen. Wie macht man eigentlich einen Periodenstrich? Finger rein, raus, übers Papier ziehen, fertig. Nix gegen Bushido, aber selbst Paris Hilton saß länger im Knast als der. Mensch, Lea! Ja! Schön, dass du da warst! Danke! Also wenn ich aus Osnabrück habe einfliegen lassen. Geh dann jetzt auch wieder. Du hast vergessen, denen zu sagen, dass sie einen Daumen hochgeben sollen. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube.